Sie gebrauchen ihre Zungen, um zu betrügen. Das Gift von Schlangen kommt über ihre Lippen. Ihre Münder sind voller Bitterkeit und Flüche. Und auf ihrem Weg stürzen sie die Welt in Elend und Unglück. Diese Teufel kennen keine Furcht vor Gott. Sie haben Herz und Verstand unserer politischen Führung an sich gerissen. Sie haben die Reichen und Mächtigen für sich eingespannt. Und uns haben sie geblendet, damit wir die Wahrheit nicht sehen. Der Geist von uns Menschen ist korrumpiert. Warum wohl predigen wir Gier? Wollt ihr es wissen? Außerhalb unserer Wahrnehmung lauern Kreaturen. Sie saugen uns aus. Wie eine Last legen sie sich über uns von der Geburt bis zum Tod. Wir sind ihr Eigentum. Wir gehören ihnen. Sie besitzen uns, kontrollieren uns. Sie sind unsere Herren. Wacht auf! Sie sind mitten unter euch, überall! Hast du dich je gefragt, warum die Welt so ist, wie sie ist? Hast du dich je gefragt, warum der Himmel sich auffrisst? Warum kam Jesus direkt im Himmel und tötete die Armen? Warum schubsteten die Schwarzen damals auf dem Hungerpfad? Warum landeten die Zigeuner damals alle in Perfekt? Doch man redet nur von ihm, als ob es die gegeben hätte. Alles böse Jahre wird der neue Social Bones auf. Wie es keinen Impfstoff gibt, ganze Völker gehen drauf. Obwohl der Gegner so geknackt, bekommt man keine Prophylaxe gegen HIV. Angebotes kommt der Überdruss, gibt nicht viel, zu viel Brot, zu viel Wurst, zu viel Limo, zu viel Videos spielen. Wo kommen all die Nase neuen Automobile? Doch wir fragen sie, die armen Menschen schaffen, ohne Nahrung zu lachen, während wir uns alle gegenseitig hassen. Irgendwann wird der letzte Baum auf Erden gefällt. Und irgendwann fressen alle Menschen nackt ihren Geld. Irgendwann wird der letzte Tropfen Öl verbraucht. Und irgendwann wird die letzte Zigarette geraucht. Irgendwann stirbt der letzte Mensch auf Erden erquickt. Und irgendwann gibt es immer noch kein Mittelweg. Irgendwann gibt es wieder Typ von radioaktiven Schnee. Und irgendwann gibt es sogar Blumen mit BSC. Hast du dich je gefragt, warum die Politik dich verwehrt? Warum scheint es so, als stellten die Gewinner immer fest? Warum geht es einer Handvoll Menschen besser als dem Rest? Warum gelten manche Lieder als politisch unkorrekt? Denn rigoros zensiert vor der Menschheit versteckt die Wahrheit jetzt, wir werden verraten. Verkauft von Illuminaten, die uns snaken in Herden und sie vom Feuer brachen. So wie Lämmer, wenn du glaubst, es ist behämmert, siehst du falsch, kannst du sehen, was ich sehe und ich gehe, wohin ich gehe. Jeder weiß, dass dieser Scheiß wieder vorne noch hinten passt und jeder, der was ändert, wird von den Medien gehasst. Wenn alles abgekartet ist, gibt es keinen Weg raus. Wenn man das einmal begriffen, landet man in mehreren Haufen. Es gibt hunderte von Religion, doch nur ein Gott. Warum gibt's nicht einen Glauben? Warum gibt es zu viel Schrott? Warum lebt der Papst allein zu sich und sei hineingelassen? Wer die Erde eine Scheibe stemmt, die Menschheit verbracht. Irgendwann wird der letzte Baum auf Erden gefällt. Und irgendwann fressen alle Menschen nackt ihren Geld. Irgendwann wird der letzte Tropfen Öl verbraucht. Und irgendwann wird die letzte Zigarette geraucht. Irgendwann stirbt der letzte Mensch auf Erden an Krebs. Und irgendwann gibt es immer noch kein Mittelweg. Irgendwann gibt es der Tod vom radioaktiven Schnee. Und irgendwann gibt es sogar Blumen mit BSC. Man keine Wesen von dort sieht, es gibt Fotos und Berichte, doch noch keinen Beweis. Doch warum ist die aggressivste Rasse auf der Erde weiß?
Form gibt es Pyramiden und diverse Phänomene. Warum können wir sie heute sogar noch nicht verstehen? Der Mann vom anderen Stern ist unter uns, da bin ich mir sicher. Und er kam vor unserer Zeit, hat uns geschaffen. Menschen stammen nicht vom Affen. Alles, was wir tun, alles, was wir machen, liegt nicht uns oder dem Mächten über uns. Wir sind die Waffen, sind die Bauern. Auf dem Schachbrett ein tödliches Spiel. Die Regeln kennen nur die Macher und deren Widersacher. Warum gibt es in Amerika noch weiße Präsidenten? Sind die Mafias die einzig wahren Könige der Menschen? Was ist gut, was ist böse, was ist schwarz, was ist weiß, was ist wahr, was ist lüge? Warum gibt